So, nochmal kurz willkommen zurück. Ich werde das ins nächste Video mit reinstecken. Das wird jetzt eine kurze Zwischenerklärung, was ich jetzt alles forsche noch. Und zwar hier kommen wir zum witzigen Spaß, ne? Legierungen, das sind nämlich Mischöfen. Diese Metallmischöfen werden gebaut, nicht aus Stein, sondern halt aus fünf Ziegelsteinen. Okay, ist auch nicht viel komplizierter. Aber die können eben zwei verschiedene Metalle zusammenmischen. Warum brauche ich die? Ja, die brauche ich natürlich. Es geht mir nicht mal um die Bronze. Es geht mir dann um die Elektrotechnik. Hier, das sind auch so schöne Sachen. Auch das werde ich jetzt demnächst alles forschen. Elektronikmontagemaschinen haben ungefähr die maximale Dreiviertelgröße von der normalen Montagemaschine, arbeiten aber doppelt so schnell. Können aber halt nur Elektroniksachen machen, ne? Egal, geil. Hier, Elektrotechnik, darum geht's genau. Weil diese Lötlegierung braucht Zinn und Blei. Und dafür brauche ich natürlich einen Metallofen, den Mischofen. Weil das kann ich im normalen Ofen nicht machen. Lötzinn braucht dann eben die Lötlegierung und Harz. Das stelle ich aber wiederum her in einer, zum Beispiel, ich glaube, in einer Montagemaschine müsste es gehen. Und damit kann ich dann schon den filternden Greifarm und so einen Scheiß machen. Ne? Hier Widerstände und dann kommt die grundlegende Platine, also für Bobsmods grundlegende Beschaltung. Und das ist das, was, also es gibt, glaube ich, im Originalfaktorio elektrische Schaltkreise und elektronische Schaltkreise, ja. Und im Prinzip die grundlegende Platine ist ein elektrischer Schaltkreis und die grundlegende Schaltung ist eben der elektronische Schaltkreis. Der braucht auch bedeutend mehr. Der braucht Lötzinn, der braucht Widerstand und für Widerstand brauche ich schon Carbon und verzinntes Kupfergabel. Carbon stelle ich her mit der Chemikalienofen, im chemischen Ofen. Der brennt. Na, der kann Salz herstellen aus Wasser. Braucht Kohle und einen Wasseranschluss, dann stellt er mir Salz her. Brauche ich natürlich für die Salzwasserelektrolyse, ja, die dann hier kommt. Elektrolyse 2. Außerdem kann der mir aus Kohle und Wasser zusammen Carbon herstellen. Braucht als Brennstoff aber auch noch irgendwas. Ja. Es geht natürlich später auch ein Festbrennstoff. Werde ich mir herstellen aus Öl oder ich meine, ich habe Kohle auch genug, kann mir Festbrennstoff sogar aus Kohle herstellen. Ne? Aber der braucht einen Brennstoff oder, und dann aber nochmal Kohle, um da, aus Kohle und Wasser zusammen Carbon herzustellen. Es wird furchtbar. Aber ich brauche es. Es wird einfach trotzdem irgendwo geil. Es ist zwar irgendwo grausam, aber egal. Ja, dann kommen eben hier die Elektronikmontagemaschinen, Elektrotechnik, die Luftkompressoren. Ja, Kompressor, Druckluft. Damit kann ich Druckluft herstellen und Kompressoren, um eben Luft zu komprimieren, später Gase zu komprimieren in Flaschen oder Flüssigkeiten. Ne? Dafür brauche ich dann diese Pumpe, einen Kompressor. So, später dann auch Entlüftung steht hier, das ist ein bisschen komisch übersetzt. Wenn ich jetzt was habe, Entlüftungspumpe. Ich habe meinetwegen eine Elektrolysemaschine. Die stellt mir zwei Gase her. Ich brauche davon nur eins, weil das andere mir ständig Überfluss ist. Ja, Beschleuniger wegen da draußen. Weil das andere ständig Überfluss ist und ich das nicht mehr verarbeiten kann. Dann stelle ich so eine Entlüftungspumpe dahin. An den einen Ausgang von dem Gas, was unerwünscht ist. Das ist nämlich im Englischen eine Void-Pumpe. Und dann pumpe ich es einfach ins Leere. Bumm, raus damit, weg damit. Da wird es einfach weggepumpt. In die Luft. Puff. Tschüss. Weg. Ist natürlich schwierig, wenn es ein giftiges Gas ist, aber hat ja ein Factorio in dem Spiel keinen Einfluss. Von daher passt schon. Wasserbohrung, dann kann ich Pumpen machen. Dann kann ich nämlich den Druck des Wassers, glaube ich, irgendwie erhöhen oder irgendwas war da. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das war ziemlich witzig. Das geht dann auch noch besser. Dann gibt es eben dann die Tier-2-Pumpen und so weiter mit dem ganzen Scheiß. Dann Nickelverarbeitung ist auch an sich erstmal noch einfach. Kann ich machen. Mit Sauerstoff? Sauerstoff kann ich ja schon herstellen. Ich habe ja die Elektrolyse schon geforscht, ja. Und dann kann ich mit Sauerstoff und Nickel zusammen mir die Nickelplatte bauen. Als Produkt kriege ich am Schluss auch noch Schwefel raus, ja, was ich auch noch irgendwo unterbringen muss. Nee, es ist Schwefelsäure, glaube ich. Oder was ist es? Ach, ist ja scheißegal, auf jeden Fall, es ist einfach krank. Ja, und bis zur, also ich sag mal so, bis zur Stahlverarbeitung. Alles, was jetzt nur rote Fläschchen braucht, werde ich alles machen. Den Rest noch nicht, aber alles, was jetzt nur rote Fläschchen braucht, werde ich jetzt noch forschen. Dazu wird dann wahrscheinlich auch die, ja, Flüssigkeitshandhabung, genau. Dazu werden die Tier-2-Radare gehören, die besseren. Dazu werden gehören Wasserförderpumpen, schwere Rüstung. Hier eben die Entlüftung, die Automatisierung 2. Um dann bessere Maschinen zu haben, natürlich, die aus vier Teilen, ne? Genau. Dazu wird dann auch gehören der Erzförderer, der bessere. Das ist nämlich ein besserer Erzförderer, der hat viel mehr Abbaukraft und höhere Geschwindigkeit. Oder auch Großflächen, ja? Der hat das eine Halbfache, so viel wie der normale.
Ja, dazu wird auch noch gehören, nee, das nicht. Weil das braucht, dafür brauche ich das Laser. Militär 2 auch noch nicht. Alles, was jetzt nur Rot braucht, werde ich forschen. Den Rest nicht. Aber ich bilde mir ein, da kommt noch was dazu. Was ist denn mit Rohöl? Nee, das braucht dann schon mehr tatsächlich. Ja, okay. Also sagen wir so, Flüssigkeitshahn, alles, was jetzt nur Rot braucht, forsche ich mit und dann rühre ich mich nochmal, wenn ich da bin. Und dann sehen wir uns natürlich auch meinen Aufbau an, meine ersten Aufbauten, die dann hoffentlich schon mal ganz witzig und effizient sind. Mal gucken. Wir werden sehen. Bis gleich sozusagen. Nun schön. Willkommen zurück. Factorio Bob's Mods. Was zum Teufel macht der Idiot denn hier mit einem Fließband? Was zum Teufel macht der hier? Ja, hier stehen Gewächshäuser. Da kommen Setzlinge rein. Setzlinge stelle ich her aus Bäumen. Passenderweise. Ja, egal, was soll's, ja. Erstmal können wir davon gleich noch ein paar machen. Ja, das machen wir jetzt noch. Die wir machen können. So, okay. So. Und dann kommt das Holz aufs Fließband. Ist natürlich jetzt noch nicht ausgereift. Warum? Ja, es geht nicht weiter, weil da ist noch die Kiste von vorhin übrig. Die kommt auch noch weg. Genauso wie dieses Gewächshaus noch angeschlossen wird. Was bist du bescheuert? Man braucht doch kein Holz auf dem Fließband. Doch, wir sind hier bei Bob's Mods. Ich brauche Holz auf dem Fließband. Das kommt nach unten. Und ich musste jetzt schon filternde Greifarme bauen. Normalerweise wäre mir das alles total egal gewesen mit den filternden Greifarmen, bis es nötig gewesen wäre. Ja, es ist aber jetzt nötig. Warum? Ganz einfach. In der Kohle ist doch Diamanterz mit drin. Ja, und das kann ich nicht verfeuern. Irgendwann hängt hier nur noch Diamanterz, was sonst können die nicht da reinballern. Also, hier ein filternder Greifarm hin. Genau dasselbe ist hier mit dem Bleiglanz. Da drin ist Nickel mit drin. Im Blei. Ja, muss ich vielleicht auch irgendwie rausfiltern, ne? Und lauter so Scherze. So, ich habe mir ein paar kleine Aufbauten gemacht. Ich muss jetzt irgendwie dieses Holzes da mal Herr werden. Es ist zu viel. Aber wir bringen es jetzt mal nach unten. Und dann können wir auch die Kiste hier abreißen. So. Geforscht habe ich jetzt alles bis auf die ersten grünen Sachen. Das erste wäre jetzt einfach Militär 2. Mache ich jetzt noch nicht. Ich habe mir hier einen ersten Aufbau gemacht. Für Kupfer. Für Eisen habe ich schon einen leichten. Der leichte Eisenaufbau, der ist für gar nichts gut, außer vielleicht für Gears und für ein bisschen Munition oder so. Weil dieses Feld hier da unten ist für den Arsch, ne? Also das führe ich nicht auf dem Mainbus mit Sicherheit. Ich bin ja nicht bescheuert. Dann nehme ich vielleicht das da unten. Das gefällt mir ganz gut hier mit 5,6 Mille. Das ist okay. Kohle, muss ich mal gucken, gibt es genug? Ich habe unter anderem hier die mit 15 Millionen. Ein schönes Feld. Es gibt so ein paar Felder, die ganz nett sind. Jo. Hier oben. Ja, habe ich hier Kupfererz und wie viel Kohle war das? Das habe ich doch auch schon gesehen. Ach, da komme ich jetzt nicht mehr drauf, weil da die ganzen Dinger draufstehen oder was? Wollt ihr mich verscheißern? Ja. Die 1,4 Millionen Kohle, die sind ja für die Stromproduktion reserviert. Ja, aber da musste ich eben jetzt den ganzen Scheiß schon von Hand produzieren, den ich dafür gebraucht habe, wie hier so Widerstände und so. Das machen wir jetzt aber alles richtig noch. Ja, hier eben, so ist mein Aufbau immer mit den Fließbändern, ne? Zack, zack, eins drunter, immer von rechts beliefern. Also, wenn man drauf schaut von rechts. Also eigentlich, Moment, wenn man jetzt von Fließrichtung guckt, dann von links beliefern, ja? Genau. Ja, von Fließrichtung guckt, von links beliefern. Nein, was laber ich denn? Bin jetzt doof? Nee, ja, einfach beide gegenseitig beliefern, ja? Also die müssen genau aufeinander stoßen, so rum ist es halt. Und hier geht jeweils ein Band weg von dem Teiler. Und dann knallen wir nämlich beides zusammen hier rein, natürlich so rum. Ach, wie auch immer, ja. Ausgabe dann, ui, mit einem langen unterirdischen natürlich und dann bam hierher. So, ja, hier habe ich vorbereitet. Denen habe ich noch nicht befohlen, was sie machen sollen, ne? Dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr dürft machen ganz normale Standardprodukte. Gears, bitte. Danke. Wieso habe ich da jetzt für Montagemaschinen 1 genommen? Ich muss doch auch besoffen sein. Ich wollte doch gleich richtige Montagemaschinen dafür nehmen. Ach, ich habe damals die 2er noch nicht gebaut gehabt. Ja, deshalb. So.
Naja gut, dann machen die jetzt mal ein bisschen was da. Das ist eh nicht sehr effektiv. Wir machen währenddessen den Aufbau der nächsten Schmelzen. Kupfer machen wir hier irgendwie so hin. Ach ja, deswegen wollte ich den Stein, glaube ich, loswerden. Deswegen wollte ich gucken, wie... Naja, ich habe keinen Platz. Ja gut, es ist, wenn man so viel Scheiß dabei hat. Nee, 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 nee. Hätte ich ja nicht auch vor der Aufnahme prüfen können, ne? Bisschen auf die Uhr gucken jetzt. Nicht wieder ein halbes Stundenvideo produzieren. Das ist irgendwie mal nicht so fetzig. Das kann man sich einfach nicht anschauen. Das ist das Problem. Das guckt sich niemand an. Braucht man nicht drüber diskutieren. So. Ja, so sinnlos. Einfach Sachen, die kann man jetzt mal wegtun hier. Was soll denn der Schwachsinn? Tidada. Bevor ja der Erzförderer. Brauche ich nicht mehr weg. Elektrolyse brauche ich noch nicht. Okay. Gott. Danke. Ja, ich wollte ja eigentlich auch erstmal das ganze Holz zwischenlagern, damit ich oben das Holz wegtun kann. Na, da war doch was. Damit ich das endlich nach unten führen kann. Das machen wir jetzt auch. Genau, hopp. Dafür sorgen wir jetzt erstmal. Was wir noch machen, als kleinen Nebeneffekt. Haha, natürlich. Hihi. Also, wir machen das nochmal anders. Wir machen da noch einen Splitter hin. Am Ausgang. Hä? Wieso? Guckst du hier? Guckst du hier? Oh, scheiße, jetzt macht er gerade wieder alles rein. Mach das mal weg hier. Mach das einfach mal weg hier. Schaffe ich das alles mitzunehmen? Natürlich nicht. Oder ist das eine Eisenkiste? Verarscht, Junge. Bam. So. Jetzt kommt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Kenne ich schon lange Greifarme? Ja, ne? Die sind ja auch nicht schwierig. Die kosten nichts weiter. Na, okay, passt. Die kosten die grundlegende Platine, die kann ich ja herstellen. Dafür habe ich ja alles, weil grundlegende Platine braucht ja nur Kupfer und Holz. Okay. Wir bauen also mal ein paar Greifarme hinterher, damit wir Reserve haben. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt schon. So. Ja, jetzt kommt das Holz hier runter. Soll aber ja nicht nur runter. Und zwar, warum nicht? Kurze Erklärung. Setzlinge mache ich aus Holz. Ja? Ach so. Kann ja nicht gehen, aber jetzt geht's. So. Setzlinge mache ich aus Holz. So, na und? Und dann schnappe ich mir jetzt hier wieder ein bisschen Holz. So. Bin ich gerade überlegen. Schafft es ein normaler Greifarm? Warte mal. Den zu beliefern? Ja, natürlich. Natürlich schafft er das. Okay, wir können das völlig anders machen, als ich dachte. Sweet. Aber macht es mal so. gefällt mir. Hä? Trottel. So, da auf dieses Fließband müssen die Setzlinge. Aber eigentlich müssten da. Ja, ich glaube, eine Fabrik wird nicht reichen, ne? Oh, was ist denn jetzt los? Sind das zu viel? Was habe ich jetzt zu viel gebaut? Ach, der baut immer eine Platte mehr oder so. Was soll denn der Blödsinn? Kannst du es vielleicht mal lassen? Depp. Fabriken. So. Ja, jetzt haben wir gleich wieder Platz, weil deshalb. Ich weiß nicht, ob der immer eine Platte mehr bauen muss unbedingt. Das nervt ein wenig. Aber nur ein wenig. Strom. Ein Need Strom. So. Ein Need Strom again. Scheiße. Aber von oben reicht es nicht, ne? Natürlich nicht. Also beidseitig niede ich Strom. So. Und dann niede ich hier eine Befüllung. Und da eine Entnahme. Und was viel wichtiger ist, ist hier die Befüllung. So. Ja. So. Bänder. Und dann können wir uns nämlich sparen, aus Kunststoff
Synthetikholz herzustellen, weil wir uns einfach natürliches Holz herstellen können. So, ist damit jetzt eigentlich gegeben, ja? Was ich jetzt noch brauche, ist natürlich eine Stromversorgung. Klar, die habe ich wieder nicht. Sieht hässlich aus. Ah, wie ich. Passt gut. Ach so. Das muss ich auch noch freilassen, ne? Weil, ja. Da kommt ja noch ein Wasseranschluss hin. So. Da haben wir auch. Ihr kriegt jetzt einen Bauplan. Und zwar Bobs Zwischenprodukt. Ihr sollt bitte Setzlinge herstellen. Und ihr auch. So, jetzt machen die das. Und die hier werden sich jetzt also die Setzlinge schnappen. Natürlich nur da, wo sie auch wirklich gebraucht werden. Jetzt sieht natürlich der hier, dass Setzlinge, im Moment gar nicht gebraucht werden. Die werden erst dann Setzlinge schnappen, wenn man wirklich braucht. Ja, jetzt sammeln sich da Setzlinge an. Sobald der also keine 10 mehr drin hat, weil der macht aus 10 Setzlingen 15 Rohholz, wird der anfangen, sich Setzlinge zu schnappen. So, und so lange können die jetzt hier produzieren. Es geht immer die Hälfte hier hin, passt schon, aber der ganze andere Rest geht jetzt nach unten. Ach Gott, der staut sich schon. Leg mich doch am Arsch. Da können wir überhaupt mal einen Splitter reinmachen. So rum, oder? Nee, so rum. Ja. So. Und zwar deshalb, so. Bitte beidseitig Bestückung. So, das ist der erste Streich, ne? Wir haben Holz. Ja, es wird Holz produziert. Ist halt bei Bobs jetzt fange ich schon selber so an. Bei Bobs Mods leider wichtig. okay, was hatte ich vor? Das ganze Holz erstmal weg, weil es nervt. Ja, beginnende Automatisierung, ja. Es ist noch lange nicht so weit, wie ich das gerne hätte. Ja, es dauert. Was soll es denn? Egal. Ich erkläre gleich, worum es geht. Ich weiß jetzt gar nicht, wozu ich das ganze Holz überhaupt gebaut habe, hierher geholt habe, wenn ich doch jetzt sowieso das Fließband habe, womit ich alles jetzt automatisch runterbringen kann. Der war ja richtig intelligent. Nicht. Wie viel Strom verbrauchen wir? 1,9 Megawatt geht noch. Wird aber wachsen gleich. Jetzt lass ich mal hier durch. Ja, viel wird nicht passieren. Ich glaube, ich werde nicht viel schaffen jetzt. So, was habe ich vor? Also, wir bauen das mal. Was ich bauen will da. Ja, na, erstmal weg damit. Du, mach weg. Achso, wieso habe ich keine Stahlspitzhacken gekraftet? Könnte ich doch. Naja, mach mal die noch in den Arsch und dann, Entschuldigung, mach mal die noch kaputt. So. So. Hier kommt was an. Hier kommt was an. So. Das Ganze geht dann. So weg. Und so weg. Genau mittig, ja? So wird es aufgeteilt. Und deswegen muss natürlich die Ankunft der Produkte genau auf der Seite erfolgen hier. Damit sich das dann wupp, auch schön aufteilt. So, wir brauchen jetzt für die andere Seite ein Untergrundfließband. So, wenn das da unten ist, nützt es ja aber noch nichts. Das muss noch hier rüber, ne? Jetzt sieht man natürlich gerade recht wenig. Ich werde gleich Strom hinlegen und eine Lampe bauen, dann sieht man irgendwas. Ich brauche dann sowieso Strom. Also was soll der Geiz? Können wir auch gleich machen. Ja, ich könnte die Taste gedrückt halten, aber ich möchte es immer genau bauen. Ich habe da so... Ich habe da ein bisschen eine Macke. Wenn ich im echten Leben auch so genau wäre, ne? Unter anderem mit Ordnung und so. Dann hätte das, glaube ich, was für sich. Aber da ich nicht so genau bin... Naja, was soll's. So! Plumpe. Eine Plumpe, bitte. Buff. So. Und dann sehen wir hier auch ein bisschen was. Na, so sieht es aus. Und jetzt kommt natürlich eins hier rein, weil es eben rein soll, und das andere dann von hier. So. Egal wie man was für... Scheiße. die Plumpe muss da weg, die stört da. Sehe ich gerade.
Die müssen wir vielleicht hier so hinbauen. Ja, das wird schon gehen. Ja, ich denke, das geht. So. Schmarrn, so muss ich bauen, weil sonst komme ich nicht dahin. So. Hier genauso. So. So, und dann die Ausgabe des fertigen Produktes erfolgt dann nämlich so. Bam. Bam. So, jetzt habe ich hier natürlich ein Problem. Also muss ich hier halt nochmal ein unterirdisches machen. So, stimmt's dann. Und hier innen. Jetzt wird es gerade wieder hell, deswegen gehen die Plumpen aus. Na toll. So. So, und da kommt beidseitig so ran. Und dann kommen da Öfen ran. Warum ich eigentlich immer noch normale Schmelzöfen mache, weiß ich immer noch nicht, weil eigentlich könnte ich schon die Hochöfen. So, so ist das Prinzip. So baue ich immer. Habe ich mir halt gut angeguckt, aus dem Internet natürlich. Danke Caro 7. Und wie war das? Zaunpfahl hieß, glaube ich, der andere, mit dem er das zusammen gemacht hat. Let's Learn. Ja, doch, sehr geil. So ein Blödmann wie mir hilft sowas ungemein. Was habe ich denn hier überhaupt gemacht? Voll falsch gebaut, du Pappnase. Seht ihr das? Die Fließrichtung ist genau falsch gewesen. Ach nee. So, jetzt stimmt's wieder. So. Und dann müssen da natürlich Ärmchen hin. Einmal Ausgabe, einmal Einfuhr. So. Strom für den ganzen Sheet brauchen wir jetzt noch nicht. Wir werden das Ganze jetzt erstmal beliefern, bestücken, wie auch immer. So, und hier brauche ich zum Beispiel schon meine intelligenten Greifarme. Weil, hier ist Kohle. Ne? Ja, scheiße. In der Kohle ist Diamant mit drin. Diamant kann ich aber nicht in den Ofen schmeißen. Damit kann ich schon auch was machen, aber erstmal kann ich es nicht brennen. Also ich will ja die Kohle haben, um sie in den Ofen zu schmeißen. Dann nützt mir natürlich der scheiß Diamant nichts. Und irgendwann müllt mir der Diamant meinen ganzen Scheißdreck zu. Also brauche ich Filterärmchen. Ja, blöd, Mann. So natürlich. So, und das geht da drauf. So, dann gehen wir hier runter. Und das geht hier drauf. So, und jetzt gehen wir hier ums Eck. Und dann steht der Baum im Weg. Das war mir arschklar. Und noch ein Baum im Weg. Und wahrscheinlich der nächste auch noch. Ja. So, was wir jetzt machen, ist, na hier noch nicht, wir stellen hier mal eine Kiste auf. Bam! Stellen da einen intelligenten Greifer, also einen filternden Greifer hin. Früher hießen sie, glaube ich, intelligente Greifer, jetzt heißen sie filternde. So, und sagen dem dann, er soll filtern. Und zwar soll er mir das Diamanterz wegballern, was hier auf dem Fließband ankommt. Ein schneller Greifarm ist er natürlich gleichzeitig auch noch. Ja, das heißt, er sollte im Normalfall schnell genug sein, um die paar Diamanterze, die da rausgezerrt werden, schnell genug abzufangen, bevor es hier vorbei ist. Normal, ja. Ich möchte nicht dafür garantieren, aber eigentlich, yo. So. Och, nö. Tut es Not? Tut es Not, dass du hier so eine Scheiße baust? So, okay. Die eine Lücke lassen wir noch bestehen. Jetzt haben wir das Ganze noch für Eisen. Für Kupfer, du Blödmann. So, und dann werden auch beide Seiten bestückt, wenn wir das so machen. Ja. Aus Kupfer gibt es Gott sei Dank kein Nebenprodukt. Oder Modder sei Dank, ja. Gott hat damit wenig zu tun. Ich hasse mir den Spruch eigentlich, Gott sei Dank, weil, ja, ich habe meine Religiosität abgelegt. Wenn man dann doch mal erwachsen wird und rausfindet, was da alles so abgeht, dann, also jeder gesunde Mensch legt dann seine Religiosität ab und wer nicht, naja gut, der, viel Spaß. So. Ach so, jetzt habe ich das Kupfer natürlich gleich reingeführt. Na, ist ja auch scheißegal, ob ich das Kupfer gleich reinführe oder nicht, oder wie, oder was. Ja, so, bam. Und da kommt jetzt schon mal Kupfer an. Nützt mir natürlich nichts. Erstmal habe ich keinen Strom, um die Öfen zu beschicken. Und zweitens keine Kohle. Aber das erste Produkt kommt an. So, jetzt brauchen wir also Strom hier komplett an der Kupferschiene. Da ist nämlich überhaupt keiner. Da ist noch generell kein Strom. Bam. Bam. Ach, scheiße. Genau, falsch gestellt. So ist besser, dann haben wir nämlich beide drin, ne? So, bumm, jetzt kommt Kupfer an. So,
Ach so, der hat keinen Strom, das ist schlecht. Der braucht natürlich Strom. Weil sonst kann. Jetzt muss er zum Beispiel schon arbeiten. Bam! Und dann zerrt er mir das Diamanterz raus, weil das kann ich nicht gebrauchen. Also im Ofen kann ich es einfach nicht gebrauchen. So. Dieses war der erste Streich. Ja. Ja, jetzt kommt hier Kohle an. Wir lassen das ein bisschen aufstauen, dann schicken wir sie los. Währenddessen können wir uns hier oben das mal fertigstellen. Komm mal bis rüber. Ja, komm mal, das ist nett. Aber nützt mir nichts, fällt mir gerade ein, weil reicht nicht, ne? Toll. Ha. Egal. So. So, dann check mal rein und dann ist klar, ne, was er nimmt natürlich das, was er kriegen kann. Also kommt da definitiv Kupfer raus. So. Das lassen wir jetzt erstmal aufstauen. Und deswegen habe ich so viel schon von Hand machen müssen und hier rumblödeln, weil mir das einfach schon auf automatisch bauen zu blöd war. Jetzt haben wir hier eine leichte Automatisierung von bisschen Eisen. Das ist noch nicht das Haupteisen, was ich haben will. Aber es ist mal was ich gebrauchen kann. Hier sind Gears, die schon mal ein paar gebaut werden. Die könnte ich mit nach unten ziehen. Ich weiß noch nicht, wo der Hauptbus sein soll. Ich weiß es noch nicht. Und ich bilde mir ein, dass wahrscheinlich vier Giermaschinen ein bisschen wenig sein werden. Also von daher können wir diesen Bus sowieso komplett, also diese Strecke sowieso komplett vergessen. Wir müssen das Ganze hier irgendwo weiter rüber links ziehen. Ja, hier runter kommt dann alles. Okay, naja, krieg mal hin. Ja, was soll's. Das kriegen wir hin. Ne? So, und jetzt muss ich mir irgendwie dann einen Aufbau machen für die ganze Elektronik. Ach ja, das Holz muss noch runter. Da war was. Ich habe aber irgendwo Fließbänder, ja genau. Weil die brauche ich ja, vielleicht. Ich könnte mir natürlich auch noch welche holen. Also Eisenplatten und könnte mir noch ein paar Fließbänder machen. So rum, wird ein Schuh draus. Und dann können wir nämlich jetzt schon mal hergehen, weil das ist nämlich was, wenn man jetzt diese kleine Montagemaschine anguckt. Das ist die super kleine hier, die ist Elektronikmontagemaschine, ja. Ich stelle die jetzt einfach mal dahin, die macht da jetzt keinen Sinn, ist aber egal. Gehen wir nur darum, was zu zeigen. So. Ah, Holzplatte können sie machen, aber Holz können sie nicht machen. So, das brauche ich aber für die Holzplatte, okay. Das heißt, ich brauche jetzt als allererstes, um den Elektronikkreis zu starten, brauche ich Maschinen. So, hier oben kommt ja dann das Kupfer an. Ja, gut. Hier stört ja eigentlich nicht. Da kann ich die Maschinen hinstellen. Wie gesagt, Aliens, ja, sind keine da. Es wird immer wieder neu gescannt, aber nur in dem Bereich, der bis jetzt aufgedeckt ist, bis hier, ne? Bis zu diesem Rand. Weiter kommen meine Radare anscheinend nicht. Aber hier sind immer noch keine Aliens zu sehen. Also das können wir vergessen, ne? Das hat wahrscheinlich echt was damit zu tun, wie ich das eingestellt habe am Anfang mit der Umweltverschmutzung. Normalerweise wären die wahrscheinlich schon viel, viel mehr da oder wären überhaupt schon da und hier waren jetzt eben gar keine da. Gut, na gut. Ja, und dann brauche ich nämlich jetzt als allererstes hier so eine Montagemaschine. Ja, tun wir sie mal hier hin. Ist ja wurscht jetzt. Stört da eigentlich nicht, ne? Nö, stört da nicht. Erstmal zwei Stück. Passt schon. Ist okay. So. Brauchen natürlich Strom. So, die kriegen dann, meinetwegen kommt von hier aus das. Ja, ist ja wurscht. Na? So, von hier aus kommt das Holz. Ob das jetzt die richtigen Greifhammer sind, ob ich da schneller ran mache, werde ich sehen. Bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. So, und hier kommt dann nämlich der Auftrag, Holz herzustellen. Holz. Und das, diese Holzplatten kann ich dann wiederum, ich weiß nicht, auf den Minibus legen. Weil ich denke, ich werde mir für die ganze Elektronik und Elektrotechnik einen Minibus erstellen. Der dann, wo dann die Endprodukte davon alle auf den Hauptbus kommen. Weil du wirst wahnsinnig bei Bobs Mods. Du wirst einfach wahnsinnig. Ja, diesen kompletten Aufbau Elektronik zeige ich im nächsten Part, weil das Video ist trotzdem schon wieder 20 Minuten oder sogar noch länger. Sorry dafür. Immer wieder dasselbe. Gut, ich habe mich auch nicht gut genug vorbereitet. Wir haben die erste Automatisierung. Es werden Eisenplatten hergestellt. Ich habe Strom. Es werden jetzt demnächst Kupferplatten hergestellt. Ich meine, das kann ich jetzt offscreen auch fertig machen. Vielleicht auch notfalls noch ausbauen. Und eben, ich werde mir jetzt demnächst die Holzplatten herstellen in diesen Montagefabriken, die ich dann nach unten ziehen kann. Ja, auch hier ist genau dasselbe. Das werde ich sogar als Kiste lassen, wahrscheinlich. Das ist cool. Werde mir hier einen filternden Greifarm hinmachen, der das dann eben auf das Fließband bringen soll. Und der muss natürlich einen Auftrag kriegen. Und zwar soll der rausfiltern Bobs, nee, nicht Flüssigkeiten, Bobs Materialien, Bleiglanz. Ja,
Aber er soll nur Blei rausbringen und den anderen Scheiß, den kann er bitte behalten. Das Nickel brauche ich jetzt noch nicht. Das Problem daran wird sein, fällt mir gerade ein, irgendwann ist Nickel voll. Also brauche ich einen zweiten Filter, denn auf der anderen Seite, der in eine zweite Kiste oder so. Oh. Oder auf dem Fließband und dann, naja, irgendwie so. Irgendwie wird es schon klappen. Ich werde ja noch wahnsinnig. ich werde mit Sicherheit das irgendwann auch mal abreißen. Wenn es mir nicht mehr gefällt und werde da was Besseres hinbauen. Jo, nächster Part. Elektrotechnik. Noch nicht mal Elektronik, sondern Elektrotechnik. Ist schon schlimm genug. Kommt im nächsten Part. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Sorry, schon wieder zu lang geworden. Ich wollte es kürzer machen. Naja. Aber es fetzt. Ich finde es einfach geil, auch wenn's, wenn du bekloppt wirst dabei. Ich bin gespannt, wie das mit Yoki ist. Ich gucke mir das gerade an beim... Wie heißt der Typ? Gerogon oder so? Das ist so ähnlich. Also da ist auch Materialien und Industriemaschinen zusätzliche. Da wirst du dumm. Bis denn. Sagen wir mal, die Lücke oben schließen von Kohle.